Konrad Adenauer hier zu uns rübergeeilt, ist Julia Klöckner. Sie war lange im Bundesvorstand der Union, ist jetzt Bundesschatzmeisterin ihrer Partei. Frau Klöckner, für Ihren Parteikollegen Kai Wegner ein Erfolg, aber es könnte sein, dass er ein König ohne Land bleibt. Denn bis jetzt sieht es eher schwierig aus, dass er auch die nächste Regierung hier in Berlin anführen kann und regierender Bürgermeister wird, oder? Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Kai Wegner, an die CDU Berlin, aber auch an die Berlinerinnen und Berliner, die sehr klar die CDU ausgestattet haben mit einem Regierungsauftrag. Und es gebietet der politische Anstand, nicht einfach so weiterzumachen wie bisher mit dem rot-rot-grünen Senat, sondern sich mal genau anzuschauen, was die Wählerinnen und Wähler auch wollten. Sie wollten einen Wechsel und Berlin hat sich neu gewählt. Und das ist ein klarer Regierungsauftrag jetzt. Ja, Ihr Parteikollege, der Generalsekretär Mario Chaya, hat das jetzt eine Zeit genannt, wo man eine Berlin-Koalition braucht. Aber gleichzeitig hat Kai Wegner gesagt, beispielsweise mit den Grünen wäre der Weg so weit, dass er mit denen nicht regieren kann. Und wenn man jetzt die Zahlen, die sind ja noch ziemlich in Bewegung, sieht, dann reicht es ja nach jetzigem Stand auch für eine Fortsetzung entweder von Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot. Naja, sieht so aus, als würden dann die Wähler einfach nur stören für diesen rot-rot-grünen Senat. Aber die Wähler sind das Entscheidende bei einer Wahl. Und diese Wahl ist, wie es aussieht, rechtsmäßig, rechtskräftig durchgeführt worden. Und die Wähler haben sehr klar ihr Votum abgegeben, eben, dass es nicht so weitergehen soll wie bisher. Und das Ergebnis, so wie man es bisher sieht, ist ja noch nicht das Endergebnis oder das offizielle. Man weiß es nicht, wie sich noch was verändert. Aber die CDU kann eine Regierung führen mit Grün, mit der SPD. Es gibt unterschiedliche Konstellationen und der Regierungsauftrag, der liegt, wer rechnen kann, sehr, sehr klar bei Kai Wegner. Nach jetzigen Zahlen so etwa 9%, 9,5% hat die CDU zugelegt hier in Berlin. Schauen wir mal auf die Wahlkampfthemen, die hier im Zentrum standen. Berlin ist die Hauptstadt der Bundesrepublik. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es Probleme, in Sachen Infrastruktur gibt es Probleme, in Sachen letztendlich auch Integration. Ein Thema, was Ihrer Partei durchaus genutzt haben könnte, am Ende jetzt gerade im Endspurt. Was muss denn der neue Bürgermeister oder eben die Bürgermeisterin anpacken hier in Berlin? Einiges, das vor allen Dingen abgestimmt, konstruktiv etwas nach vorne geht, dass nicht Ideologie im Mittelpunkt steht, sondern dass man Menschen zusammenbringt und nicht Autofahrer gegen Fußgänger oder Radfahrer gegeneinander ausspielt. Diese Stadt hat so viel Potenzial und am Ende geht es darum, dass man nicht die Addition von verschiedenen Wünschen hat, die sich neutralisieren. Kurzum, Menschen wollen Sicherheit haben und Sicherheit heißt, dass ich eine Wohnung finde. Sie wollen Sicherheit haben, dass sie nicht überfallen werden. Sie wollen die Sicherheit haben, dass die Justiz und die Polizei gut ausgestattet ist und vieles andere auch, dass die Regeln gelten schlechthin. Und am Ende geht es nicht darum, ob die CDU alles besser macht und alles anders macht. Das kann sie gar nicht, aber vieles besser machen und klarer sein und vor allen Dingen das Wählervotum ernst nehmen, dass es den Bürgern darum geht, dass diese Stadt lebenswert bleibt und dass diese Stadt nicht, wie es mal regierender Bürgermeister sagt, arm, aber sexy ist, sondern irgendwann ist es halt auch unsexy. Und nicht Berlin ist das Problem, sondern diejenigen, die bisher regiert haben und sich auch gegenseitig gelähmt und zerstritten haben. Also Sie umwerben jetzt beispielsweise die SPD oder die Grünen. Ihr Spitzenkandidat Kai Wegner hat zum Beispiel zu Bettina Jarasch gesagt, gerade beim Thema Verkehrspolitik, und Sie hatten es gerade auch angesprochen, da wäre der Weg eigentlich astronomisch weit. Also welche tatsächliche Optionen gibt es denn? Wie gesagt, da können sich die Dinge noch verändern. Das hängt jetzt viel davon ab, ob auch SPD oder eben die Grünen vorliegen als Zweitplatzierter. Wo ist der Weg am weitesten? Also ich werbe für gar keine Koalition, weil es mir gar nicht zusteht. Sie könnten. Sondern Kai Wegner hat die Gespräche dann zu führen und er hat ja einen klaren Auftrag bekommen. Und wie das unter Demokraten so ist, muss jeder wahrscheinlich einen Weg gehen. Aber man muss erst mal, glaube ich, das Evidente, das Offensichtliche zur Kenntnis nehmen. Rot-Rot-Grün ist von den Bürgerinnen und Bürgern hier nicht mehr gewollt. Und diese Wahl hat gezeigt, dass die CDU einen Wählerauftrag bekommen hat. Und jetzt muss man, klar, es ist jetzt erst wenige Minuten nach 18 Uhr, der Wahlkampf ist rum und jetzt muss man sich in Ruhe hinsetzen, jetzt wird die Nacht vorbeigehen und dann werden demokratische Parteien miteinander reden. Sagt Julia Klöckner, der Abend ist noch lang, er dürfte spannend werden. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke.